dass es nicht sein kann, dass wir wirklich weiterhin 18 Millionen Tonnen im Jahr Lebensmittel wegschmeißen, wenn wir auf dem Weg sind in eine Klimakatastrophe. Wir sind die letzte Generation, die daran noch was ändern kann, und wir müssen jetzt zivilen Widerstand leisten, und das tun die Menschen hier. Die Autobahn hat deswegen mit dem Anliegen zu tun, weil das in Deutschland der Ort ist, wo man leider am besten stören kann und Aufmerksamkeit erregt. Jetzt ist der Moment, wo wir vielleicht noch handeln können. Es ist schon sehr, sehr knapp. Es ist die letzte Chance, die wir haben. Wir sind die letzte Generation. Bist du drin oder was?